Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Ist gar nicht Animal Crossing. Scheiße. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario vs. Origami King. Wir sind hier gerade im Schneeparadies des Eisbergbetons. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir uns hier abstoßen, dass wir jetzt zum Endkampf kommen. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Also habe ich alles richtig gemacht in der letzten Folge. Ja, wir schlagen endlich Zähne ein. Ja, das konnte ich in der letzten Folge nicht machen. Nice, endlich haben wir Zähne eingeschlagen. Okay, die Folge ist jetzt schon perfekt. Oh, au, au, nein, nicht wieder zurück. Ey, sag mir jetzt nicht, hier kommt das Eisbergbeton nicht an. Aber das war schon mal witzig hier. Juhu, das war lustig. Guck, findet Olivia auch. Lass das nochmal machen, lass das nochmal machen. Aber Olivia, beim zweiten Mal wird es nicht so witzig sein, denn jetzt hat doch der kleine Bär da oben, der Eisbär, der hat doch jetzt keine Zähne mehr. Schlagen macht nur so lange Spaß, wie das Opfer noch seine Zähne hat. Das weiß doch jeder. Mann, Olivia muss noch eine Menge lernen. Okay, ja, hundertprozentig. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. So kalt. Olivia, ist ja auch so kalt. Mir ist so kalt, dass meine Augenbrauen einfrieren. Wieder ein Drache. Doch kein Drache, ist ein Bär. Ein Eisbär. Mit riesigen Krallen. Ja, ich bin ein Eisbär. Hast du ein Problem damit? Nein, ich mag doch Eisbären. Ihr seid doch vom Aussterben bedroht. Und wenn ich dich jetzt auch noch töte, dann gibt es bestimmt gar keine Eisbären mehr. Ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, ich weiß ja nicht. So, sehr gespannt, was jetzt wieder abgeht. Die Pergamon Talks sind ja meistens cooler als die richtigen Bosse. Er kann sich einfach einfrieren. Alles klar. Okay, dadurch wird seine Verteidigung wahrscheinlich sehr, sehr hoch sein. Wir haben einen Feuer-Pergamentor auf dem Feld und einen Angriff der 1000 Hände-Pergamentor. Es ist ein bisschen spät, Leute. Kann sein, dass mein Brain noch dümmer ist als sonst überhaupt. Ich glaube, wir brauchen als erstes diese komische Kiste. Damit wir überhaupt einen Teil bekommen, weil alles andere bringt uns gar nichts. Wir können uns... Nö, ja, wir lassen das jetzt so. I don't care, ich will nur die Kiste haben. Da muss jetzt, genau, da muss so ein Teil drin sein, dass wir die Pergamentons aktivieren können. Nochmal schön hingefallen. So gehört sich das. Nee, nicht die Polarrolle. Ah, yo, die macht sogar viel Damage. Läuft bei dir, kleiner Eisbär. Oh Leute, habt ihr der kleine Eisbär geguckt? Da gibt es doch sogar zwei Filme von, oder? Der war schon echt süß damals. Na ja. So, dann lass mal gucken. Wir aktivieren auf jeden Fall den Feuerpergamentor. Ja, hier, langt schon. Langt schon, langt schon. Activated und Feuerpergamentor Attack. Und wir sind sogar auf den drauf. Wie gut ist das denn? Oh yeah, ich bin wieder das Feuerpergamentor. In deiner Eisschicht kannst du nicht viel machen. Er kriegt sogar ein Damage. So, jetzt ist seine blöde Eisschicht weg und jetzt kann er die bestimmt auch erstmal nicht mehr neu dahin machen. Haha, na was sagst du jetzt, du blödes Eisbergamentor? Das war ein Angriff zum Dahinschmelzen, stimmt's? Olivia wieder mit ihren Wortwitzen. Aber er darf trotzdem angreifen. Der macht so viel Damage. Ich glaube, das ist der krasseste Pergamentor, den wir jemals hatten. So, wenn wir nach rechts laufen, dann würden wir da hochlaufen. Dann können wir das ein Teil aktivieren. Ein. Und da geht's hoch, ja. Und da er gerade seinen Schutzwall nicht mehr hat, kann er sich ja eigentlich nicht verteidigen. Jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich so viel Damage macht, wie erwartet. Oder aber... Oh, nee, nee, macht gut Damage. Wenn wir natürlich nochmal einen Feuer-Pergamentor hätten, während er kein Eis hat, dann hat er ja gar keine Schnitte. Und er ist jetzt sogar verwirrt. Tja, doof das, ne? So ein Eisbär kann wohl nicht so viel. Bisschen fett und nicht so schlau. Wie viel macht denn so ein Color-Stiefel an Damage? Ich vermute 5. Höchstens. 3, 4, 5. Tatsächlich 6. Okay, 6 Damage. Gar nicht so schlecht geraten. Und dafür nutze ich meine blöden Color-Stiefel. Das ist nicht gut. Oh Gott, was macht er? Oh, nee, die ist die Eiskralle. Au. Eiskralle, er hat Eis hingemacht. Macht das irgendwas? Der Boden ist jetzt eingefroren. Das schlittert man bestimmt rüber. Okay, okay, also er hat auch noch seine Kniffe. Jetzt hat er auch noch meine Feuerpergamentor-Teile eingefroren. Okay, wir müssen irgendwie anders die Eisdinger von den Feuerpergamentor-Teilen runterbringen. Und wir brauchen so langsam dann doch ein paar Leben. Das sieht aber schon cool aus, wie er sich immer wieder einfriert, ne? Das ist schon eine coole Attacke. So, hier, das eine Feuerding ist wieder offen. Den holen wir uns einfach mal. Auf dem Weg dahin holen wir uns auch nochmal einen Umschlag. Mal gucken, was da drin steht. Die Eisblöcke gehen kaputt, wenn du sie über Ränder schiebst. Hm? Aber wenn du abbrichst, sind sie wieder da. Ah, stimmt, man kann ja die auch noch anders drehen. Das mache ich, glaube ich, bei den Pergamentons nie. Oh, tja. Jetzt bin ich selber ein Eisblock. Muss ich mich jetzt selber darüber dutzen? Oh, oh. Und ich habe keine... Oh, no. Vor allem, ich habe kein Leben eingesammelt.
Oh nee, wenn er mich noch einmal hittet, dann bin ich einfach tot. Aber jetzt wissen wir auch, was diese Eisflecken auf dem Boden machen. Super dumm, was ich jetzt gemacht habe, aber wir kriegen zumindest 100 Leben oder wie viele Leben sind das? Nur 50? Okay, das ist ja gar nicht gut. Wie wenig Leben geben denn dann die Kleinen nur? Und er macht wieder seine ultra heftige Attacke. Aua. Und es kommen immer mehr dieser komischen Eisfelder auf dem Feld. Ach du Kacke, der wird einfach immer schwieriger. Do your thing, Olivia. Ich bin wieder dran mit meiner Feuerattacke. Bei einer Skala von 1 bis 10, 10 das Nervigste. Wie nervig finde ich denn dieses Hardtune beim Feuerperkometer? Schreibt's jetzt auch in die Kommentare. Wieso hat er denn jetzt weniger Damage gemacht? Weil er seine Verteidigung verloren hat? Alright. Wir haben immer noch so ein Teil. Ja, hey, uns geht's mega gut. Genug Leben haben wir auch noch, um alles zu überleben. Heilkreis der 1000 Arme, kriegst du wieder auf die Fresse. Okay, also man muss ihn wirklich dreimal treffen, damit er dann tot ist. Jetzt ist er natürlich wieder benommen. Wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, dann können wir ihn in der nächsten Runde schon besiegen. Oh nein, er macht noch ein Eislabyrinth. Okay, der hat ja so viele Phasen. Der hat einfach 3 Phasen. Leucht bei ihm auf jeden Fall. Huch, was macht er jetzt? Hä, wie unnötig. Lass doch dein Eislabyrinth einfach da. Okay, ich glaube aber, wenn ich jetzt schlau... Was? Wieso? Er hört einfach nicht auf. Wenn ich schlau agiere, dann kann ich ihn locker töten. Oh, du gütige Gefrieratem. Jetzt ist plötzlich alles voll mit den Eisfeldern. Und ganz schön sauer sieht das Eisberg eventuell auch aus. Das wird mir langsam zu heiß. Wir müssen den Kampf schnell zu Ende bringen. Ja, habe ich auch schon so gedacht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er 71 Leben abzieht, wenn wir ihn jetzt passieren lassen. Deswegen am besten nicht machen, ne? Guck mal so. Jetzt laufe ich da nach oben, aktiviere die Faltkreise und laufe wieder zu... Nein, wieso läufst du denn nicht bis zum Ende? Oh, du Volldepp, Mario. Oh, scheiße. Wie viel Damage macht er jetzt? Okay, nur 57. Oh, nee, ich will nicht einfrieren. So ein Gefriertod muss richtig scheiße sein. Oh, warum wird er denn selber aufgehalten von diesem blöden Teil? Diesem blöden Pfeil einfach. Oh, ich bin gerade so froh, dass ich einen One-Up-Pilz mir gekauft habe. Aber die sind jetzt auch nicht so günstig. Ich würde den nicht so gerne verlieren. Wenn er sich jetzt wieder einfriert, dann ist es richtig doof. Nee, wir müssen ihn nur einmal treffen mit den... Oh, hier gibt es die ja sogar. Und hier vorne auch. Meint ihr, ich komme an ihn ran, wenn ich das da vorne einfach einsetze? Oder ist das zu weit weg? Boah, Leute, ich probiere das jetzt. Wenn er mich tötet, dann ist halt mein One-Up weg. Aber was soll ich machen? Die Faltarme sind ja auf jeden Fall aktiviert. Und wir können anscheinend irgendwas machen. Ich hoffe, er ist nicht zu weit weg. Wenn er jetzt zu weit weg ist, dann haben wir halt verloren. Das ist dann halt einfach so. Aber... Ne, anscheinend kommen wir an ihn ran. Aber machen nur 5 Damage, weil er so weit weg ist. Nein, jetzt stirbt er nicht. Selbst auf sowas haben die geachtet, dass wenn man so weit weg steht, dass man dann so wenig Damage macht. Ja, tot. Obwohl das nur 19 Damage gemacht hat. Oh. Das ist immer scheiße, wenn ich einen One-Up brauche. Das zeugt halt von Inkompetenz meinerseits. Es tut mir auch sehr leid. Ach Mann. Aber damit hätte ich ja... Ich wusste ja nicht, dass ich nur 5 Damage mache. Versteht ihr das, Leute? Versteht ihr das? Ja, besser geht das nicht. Also wir kriegen eine Kiste. Wir können das Ding aktivieren, dass wir die Faltkreise nochmal aktivieren können. Und wir können ihn einmal angreifen. Einfach mit den Colorstiefeln. Oder haben wir vielleicht irgendwas? Ne, wir haben keinen Feuerhammer. Ist ja schade. Machen wir unsere Colorstiefel nochmal kaputt. Wird nicht lange, ihn zu töten. Aber mehr geht halt gerade nicht. Ach man, jetzt fühle ich mich wieder super dumm, dass ich einfach, ja, dass ich quasi eigentlich gegen ihn verloren habe. One-Up ist schon Cheating. So, diesmal sollte das aber lang. Wir müssen einfach nur den Eisbrocken kurz wegnehmen von diesem komischen Ding. Wie weit läuft Mario nach vorne? Nur ein, ne? Ja, ich muss ihn nach vorne lassen. Diesmal muss dieser 5er-Damage einfach lang und dann haben wir es. Aber gut angefühlt hat sich das jetzt nicht mit diesem One-Up. Selbst wenn das jetzt das Ende ist. Gut angefühlt hat sich das nicht. Das geht auf jeden Fall besser. Nehmt euch kein Beispiel an mir. So, voll auf die Rübe. Haben wir seine Zähne auch ausgeschlagen? Nee, ne? Ach Mann. Nicht sehr befriedigend von meiner Seite aus. Und einen Eisbär haben wir jetzt einfach auch getötet. Dabei stehen die unter Artenschutz. Tja. Oh nein, explodiert einfach, weil er so fett war. Nein. Ich war das nämlich gar nicht. Das war, er hat zu viel gefressen. Ja, so wird's gewesen sein. Er hat sich zu viel Winterfett angefressen und ist deswegen explodiert. Gut, dann zeig mal, was das Eispergebetor so drauf hat und wie es sich vor allem faltet.
Olivia sieht irgendwie cuter aus als der Eisbär-Gemitor. Hatte der Eisbär-Gemitor auch so ein gelbes Ding oben? Ich glaube nicht. Ich friere mir den Fels ab. Selbst als Eisbär-Gemitor ist mir noch immer kalt. Aber wenn ich mich davon abhalten lasse, werde ich die Kraft des Eisbär-Gemitors nie beherrschen. Ich werde mit der Kälte schon klarkommen. Und jetzt pass auf. Cool, oder? Ich habe das ganze Wasser eiskalt gemacht. Es ist jetzt gefroren. Hättest du das erwartet von einem Eisbär-Gemitor? Nee, hätte ich nicht erwartet. Aber danke, Olivia. Also jetzt können wir das Eis einfrieren. Und damit kommen wir auch in die beiden anderen Herausforderungen rein. Und jetzt Schlitten. Fahrt! Uiuiui! Oh mein Gott. Eine glatte 1. Perfekt gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Sogar die Bärenstatuen sind erfreut, deswegen lächeln die so. Joa, das war also das Eisbär-Gemitor und sein Dungeon. Ich fand den Boss tatsächlich sehr interessant. Hat sich halt, wie gesagt, scheiße jetzt angefühlt, weil ich einen One-Up brauchte. Ein Glück habe ich den noch gekauft, bevor ich überhaupt in die Karo-Insel reingegangen bin. Das hätte ich wieder verloren und dann wäre es noch schlechter gewesen. Ja, aber sonst eigentlich ganz netter Fight. Der Dungeon war ein bisschen langweilig, fand ich, auch wenn das ein paar Rätsel drin hat und das wieder ganz gut war. Beim nächsten Mal werden wir uns dann hier natürlich die Karo-Insel vornehmen mit den beiden anderen Challenges, die wir hier noch haben. Bin gespannt, was da auf uns wartet. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss.